Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an meine Zuschauer und Abonnenten. Es ist mal wieder Minecraft-Zeit. Es ist mal wieder Sheltered-Zeit. Und ja, unser Herbert an Basis. Ich habe jemanden bei dieser M kleines Haus gefunden. Soll ich anhalten und mit ihm reden? Nee, davon schleichen. Gut, Wasser trinken. Du auch. Wasser trinken. Oh, so. Ich glaube, wir sollten vielleicht mal ein Bett craften. Können wir das denn? Guck mal hier, Schlafsack. Okay, wir legen das erstmal hier hin. Ach ja, und eine Dusche brauchen wir natürlich. Gucken wir. Oh. Ne, so. Objekt fertigen. Dusche. Hängen wir mal hier hin. Neben der Toilette. Muss sein. Ich hoffe, dass die kleine Bettina das hinkriegt. Ansonsten haben wir nämlich ein Problem. So. Zack, schlafen. Bin erschöpft, ja. Wir brauchen mehr Räume. Kann ich vielleicht Na, Jung. Okay. Hast du irgendwas gefunden, Herbert? Anscheinend nicht. Schade. Ich könnte wirklich eine Dusche vertragen. Ja, wir sind dabei. Komm, Herbert. Duschen. Hier ist mal eben zuerst duschen, Herbert. Und danach schicken wir deine Tochter hinterher. Oh. Objekt fertigen. Ich glaube, wir brauchen da nochmal ein paar Schlafsäcke. Ja, aber wohin damit? Ich weiß es nicht. Ja, wir tun das mal einfach hier hin. Was ist das? Es geht anscheinend nicht. Schade. Was brauchen wir denn zum Aufrüsten? Linse, Schalter. Na, nee. Wir haben die jetzt. Wir wollen die. Ach, scheiße, da fehlen uns Scharnieren und Seil. Verdammt. Wir sind alle müde, ja, ich sehe schon. Bin erschöpft. Ja, Tag 3. 3 Tage ohne Schlaf, das würde ich auch sagen, ihr seid erschöpft. Wenn, ja. Steh mal auf. Was für ein System denn? So, dann geh du mal eben duschen. Komm, Kevin, werd wach jetzt. Er wird sofort wach. So, schlafen. Ja, was machen wir jetzt da? Kevin. Er muss erstmal schlafen. Ja. Der Wassertank ist voll. Vielleicht können wir den. Nee. Warte mal. Aufrüsten. Da, guck mal hier. Haltbarkeit, Effizienz geht nicht. Oh, guck mal hier. Erhöht die Geschwindigkeit, mit der Wasserfilter kontaminiertes Wasser herausfiltert um 25%. Okay, was hatten wir denn hier nochmal? Erhöht den Widerstand der Sauerstofffilters gegen schwarzen Regen und Sandstürme um 10%.
Erhöht die Haltbarkeit des Sauerstoffs, bla bla bla. Erhöht die Geschwindigkeit, mit der Strahlung aus dem Schutzraum entfernt wird um 10%. Los, Kevin. Musst du jetzt mal machen, das nützt alles nichts. So. Kann der Vater jetzt mal hier aufstehen? Was soll denn der Rummel hier? So, nee, warte. Vielleicht können wir nochmal die Mom nehmen. Und aufrüsten. Haltbarkeit. Das muss leider sein, tut mir leid. Wer leidet denn an einer Strahlungsvergiftung? Okay. Bettina. Muss erstmal auswaschen. So. Ja, der Junge ist total strahlenvergiftet. Wir haben da nur noch 4 Stück von. Machen wir hier mal Objekt fertigen. Gasmaske. Brennkammer. Rattenfalle. Winzige Vorratskammer. Guck mal, was man hier noch so alles machen kann. Das sieht ja toll aus. Gut, aber das haben wir auf jeden Fall. Er hat Durst. Er steht gleich auf. Danach schicken wir die Mutter erstmal ins Bett. Erstmal auswaschen. Dann geht's wieder ganz gut. Warum ist das Licht hier aus? Okay. So. So trinken. Komm rein, Mutti. Komm nochmal. Kannst du denn schon wieder müde sein? Du nimmst erstmal eine Strahlentablette und dann gehst du pennen. So, du gehst auf Toilette und dann schicken wir dich gleich erstmal wieder rum, damit wir gestern könnten wir so schön jagen. Was ist hiermit los? Muss repariert werden, ja. So, du gehst aber erstmal schlafen, Vibe. So, bin erschöpft. Ja, Alter, wie sch... So, der Vater war jetzt erstmal. Was machst du? Ja. So. Nächste Person, niemand. Karte. Ich will, dass du diese... bestätigen. So. Ausrüsten und ausrüsten. Ja.
Oh nein, oh nein! Oh oh. Joshua. Jemand ist an der Tür. Es könnte ein Händler mit nützlichen Waren sein. Kommuniziere mit dem Händler über die Sprechanlage. Hallo Herbert am Apparat. Hier ist so ein kleines Haus. Es sieht so aus. Ort durchsuchen. Hallo da drin. Braucht ihr zufällig irgendwas? Ich habe viel Zeug gefunden, das ich nicht gebrauchen kann. Du kannst mit Leuten handeln, wenn sie zu deinem Schutzraum kommen oder wenn du sie beim Erkunden triffst. Okay. Was hast du? Ich würde gerne das haben wollen. Ich hätte dafür ein paar Bretter. Handeln. Nö. So. Ja, falls unsere Toilette kaputt geht. Das war's. Hau rein, Junge. Mehr brauche ich nicht von dir. Was will Herbert denn schon wieder? Bestimmt. So. Herbert am Basis. Ich habe jemanden bei diesem M-kleinen Haus gefunden. Soll ich anhalten und mit ihm reden? Ansprechen diesmal. Kleines Haus. Was passiert denn jetzt? Eine Frau. Oh je. Gut. Bist du verwundet? Du kannst mit uns kommen, wenn du Hilfe brauchst, okay? Du siehst aus, als wärst du nur für eines zu gebrauchen. Ich werde handeln, doch keiner von meinen guten Waren, die sind meinen Lieblingskunden vorbehalten. Ich habe einen ziemlich ausgefallenen Geschmack, aber vielleicht gibt es ja etwas, das ich brauche. Ich habe ja nichts. Dieses entgangene Geschäft betrübt mich, aber ich verstehe, ich muss aufbrechen, um meine nächste Mahlzeit zu suchen. Auf Wiedersehen. Was soll ich machen, wenn ich nichts habe? So. Herbert am Basis, ich habe bei diesem kleinen Haus etwas gefunden. Ist das für dich von interessant? Objekt untersuchen. Du kannst im Ödland gefundene Objekte rechts zu deinem bei dir getragenen Objekt links transferieren. Du kannst bei dir getragene Objekte wegwerfen, indem du sie austauscht. Oh ja, brauchen wir. Was ist das denn? Kohle, schmutzige schwarze Steine, kann beim Entzünden eines Tores Kraftersatz. Ja, nice. Oh, Scharniere auf jeden Fall. Wie, weil kein Platz ist. Ich brauche Nagel, Mann. Scheiße, was tun wir weg? Farbdose, eine Farbdose mit Farbe. Mit ihnen kann eine Wand im Schutzraum gemacht. Ach, weg damit erstmal. Wir nehmen das mit. Bestätigen. Ja. Cool, Mann. Da finden wir schon unsere ersten Gegenstände. Das ist ja nice, Alter. Eingehender Funkspruch. So, Übertragung annehmen. Hallo Herbert am Apparat. Hier ist so eine Kirche und es sieht so aus, als könnte ich hier fündig werden. Möchtest du eine Ort durchsuchen? Nächstes Mal geht aber ein bisschen ratzi-fatzi hier. Was ist denn Schutzraum umgestalten? Ach so. Objekt anfertigen. Was ist das? Schutzraumzimmer, ein großer Raum aus Beton, mit dem der Schutzraum. Ach, nice. Ich brauche Zement. Scheiße. Ja, geil zu wissen. Wir brauchen Zement. Das heißt, wir brauchen viermal Sand und zweimal Kalk. Okay. Dann wissen wir aber da schon mal Bescheid. Wer weiß, was du so lange machen kannst? Reparier die Toilette, Mann. Ey, die Mutter, die schläft. Ich bin erschöpft. Ja, glaube ich dir. Aber ich habe nur einen Schlafsack, Leute, ey. Wir haben doch alles dafür da. Ich weiß nicht, wohin damit.
Ja, aber dann Basis, wir haben jemanden bei dieser Kirche gefunden. Sie geben mir Signale. Ich glaube, dass sie mit mir sprechen wollen. Was denkst du, was ich tun soll? Gehen wir mal gucken, was da Sache ist. Kirche. Hey, wie geht es dir? Schön, dich zu sehen. Oh, ich weiß, was wir machen sollten. Du und ich auf der Stelle. Gehen wir raus und tun es. Willkommen in unsere Gruppe. Begib dich zu unserem Schutzraum. Wir werden dich dort treffen, sobald du hier draußen fertig bist. Das wird klasse. Danke. Nur an alle den Spaß, den wir. Hä? Denke nur an alle den Spaß, den wir. Ach so, den haben wir. Nice. Rekrutierung abgeschlossen. Hi, hier spricht Herbert. Anscheinend liegen bei diesem Kirchen Sachen herum, die nützlich sein könnten. Was denkst du? Objekte untersuchen. Oh, da haben wir Zement. Das brauchen wir. Den. Scheiße. Oh, Wasser. Scheiße. Was ist das? Versteckt elektrische Signale verwendet beim Systemverbesserungen. Und der Fertigkeit. Batterie nehmen wir auf jeden Fall mit. Okay, wir können auf jeden Fall unser Raum vergrößern. Das ist schon mal schön. Es wäre schön, wenn du jetzt zurückkommen würdest. Dann könnten wir nämlich. Oh, die Folge ist schon vorbei. Alles klar, Leute. Ich sage tschüss. Haut rein. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ein Kommentar freue ich mich auch immer drüber. Und ja, ich würde sagen, tschüss und bis zur nächsten Folge. Da ist, kommt gerade noch, wie hieß der? Ich weiß nicht, den lassen wir noch eben rein und dann. Steven. Oh, da kommt unser Mann. Können wir schön in der nächsten Folge unser Bunker erweitern. Wahrnehmung. Gut. Du kannst bei dir getragene Objekte links in dein Schutzraumlager rechts transferieren. Nicht transferierte Objekte werden weggeworfen. Erstmal das. Das, 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 das. So. Bestätigen. Ja. Weißt, wisst ihr was? Das machen wir noch. Sind schon bei 17 Minuten. Oh, er hat Hunger. Auswaschen, los. So, die Mutter steht gleich auf. Dann schicken wir das Kind noch eben was trinken. Die Mutter hat auch Durst, kann auch was trinken gehen. Und der Sohn, Lager öffnen. Haben wir was zu essen? Wo kann der Junge denn was essen? Ah, der ist jetzt auch Hunger. Ich frage mich jetzt nur, wo? Ach, da, alles klar. Ja, Mutti, hast Nahrung essen. Du, schlafen. Du, Nahrung essen. Du bist eigentlich ganz fit, ne? Nein. Warum? Warum kann ich denn keinen anderen zu der Karte schicken? Hm. Ja, geht irgendwie nicht. Gut, damit verabschieden wir uns, Leute, von einer wunderschönen Folge Sheltered. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und da habe ich vorhin schon alles gesagt. Alles klar, Leute, haut rein. Tschüss und bis zum nächsten Mal.